Ja, einen schönen guten Tag am Dallenberg. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Viktoria Köln am Sonntag um 14 Uhr in Köln. Ich begrüße auch recht herzlich Danny Schwarz, unseren neuen Cheftrainer. Du bist endlich da. Hallo, herzlich Hallo, willkommen. servus. Und ja, ich habe noch ein paar kleine Infos für euch. Morgen ist nochmal Lagerverkauf hier am Dallenberg im VIP-Zelt von 12 bis 16 Uhr. Da könnt ihr gerne dran teilnehmen. Ihr seid recht herzlich eingeladen. Und auf unserer Homepage gibt es jetzt auch schon die Tickets für das nächste Heimspiel. Ihr habt es gelesen oder ihr werdet es lesen. Ihr dürft wieder alle kommen. Die Hütte kann voll werden. Also kauft die Tickets und erlebt das erste Spiel unter Danny Schwarz zu Hause. Und ja, kommt vorbei und holt euch die Tickets. Aber jetzt steht erstmal Köln an. Wir gucken darauf. Danny, du bist jetzt ein paar Tage hier. Ja, jetzt kannst du ja nochmal mehr sagen. Wie ist so dein erstes Gefühl von der Truppe und von der Umgebung hier? Ja, danke für die einleitenden Worte. Ja, zur Umgebung kann ich gar nicht so viel sagen. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen. Wenn ich dann ins Hotel gefahren bin, war es dunkel. Also ich bin dann im Navi halt hinterher und das hat mich irgendwann abgesetzt. Aber zur Truppe kann ich schon mal viel Positives sagen. Ja. Also natürlich ist ja klar, dass die Jungs einige negative Erlebnisse hinter sich haben. Und jedem Fußballer fällt es dann halt schwer mit Selbstvertrauen ins Training zu gehen. Aber was ich jetzt in den ersten 2 Tagen gesehen habe, ist, ja, die Jungs haben Bock, die sind gierig, ja, die wollen den Bock umstoßen, die wollen natürlich auch raus aus der negativen Geschichte. Und von dem her, so haben sie sich präsentiert und deswegen macht es Lust auf mehr. Und ich habe viele Gespräche geführt, was mir jetzt halt auch fast wichtiger ist, wie jetzt auch auf irgendwelche Inhalte im Training Wert zu legen, aber einfach mal auch ein Gefühl für die Mannschaft zu kriegen. Weil diese psychische Komponente, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Sehr gut, dann gebe ich an die Kollegen. Und wer möchte denn anfangen? Gerne Frank Ranewitter von der Mainpost, bitte. Ja, Herr Schwarz, was kann man denn in der Kürze der Zeit überhaupt verändern, außer Gespräche zu führen und eben die Psyche der Spieler vielleicht ein bisschen zu beeinflussen? Gibt es da vielleicht auch noch den einen oder anderen taktischen Kniff, den Sie vorhaben vor dem Spiel in Köln? Ja, auf jeden Fall. Also so ganz ohne Plan gehen wir natürlich nicht in das Match. Das wäre, glaube ich, fahrlässig. Aber die Devise ist es, einfach zu halten, ja, weil die Jungs gerade sowieso viel Probleme mit sich selber haben. Und deshalb gilt es, einfache kleine Schritte zu machen und nicht gleich in der ersten Woche von irgendwelchen großen Dingen träumen und Dinge erwarten, die einfach zurzeit nicht möglich sind. Ja, wichtig ist mir dann am Ende des Tages, dass eine Truppe auf dem Platz steht, ja, wo jeder für sich einsteht, wo man eine gewisse Haltung sieht und auch den Willen, einfach gegen diese Widerstände anzukämpfen. Und natürlich gibt es dann auch mit und ohne Ball einen gewissen Handlungsplan oder ein bisschen ein paar Dinge mit an die Hand, die es die Jungs einfacher machen soll, um auch ihre Ziele dann zu erreichen. Vielleicht noch die einfache Frage, wie sieht es personell aus? Ich glaube, es gab ein paar Erkrankungen in dieser Woche. Wer kann dabei sein? Wer wird definitiv fehlen? Gut, definitiv fehlen wird Mo Heinrich, ja, er war krank. Strodig ist immer noch krank, er wird auch definitiv fehlen. Jetzt ist heute David Kopacz zum ersten Mal wieder eingestiegen nach Magen-Darm-Infekt. Müssen wir einfach mal schauen, wie es bei ihm es jetzt ist, da das mal ein bisschen mitmacht. Und ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten alle an Bord. Unter den Langzeitverletzten war auch Maximilian Bräunig. Er hat die Woche schon wieder ein bisschen trainiert. Wie ist da der Stand? Und ja, es ist immer ein Spieler, auf den besonders hier geguckt wird, weil er eben auch Lokalmatador ist. Was erwarten Sie von ihm? Ja, das stimmt. Er hat auch am Anfang rangeschnuppert ans Mannschaftstraining. Ja. Ich weiß um seine Vorgeschichte, muskuläre Geschichte, sehr hartnäckig. Und da gilt es einfach auch, den Jungen ein bisschen zu schützen und ihn nicht zu so früh jetzt gerade in dieser schwierigen Phase ins Feuer zu schicken. Ich glaube, wir tun gut daran, auf ihn aufzupassen und kein unnötiges Risiko einzugehen. Ja. Und jetzt auch in der Phase, wo sich jeder Spieler sowieso um neue Trainer präsentieren will und vielleicht auch mal drüber geht über gewisse Dinge oder auch nicht hinhört auf seinen Körper. Deshalb schützen wir ihn vor sich selber. Aber er hat einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Aber ich glaube, für Sonntag wird es wahrscheinlich noch zu früh sein und dann planen wir mit ihm lieber in der nächsten Woche. Nach Ihrem ersten Eindruck von der Mannschaft, haben Sie schon ein bevorzugtes Spielsystem, was Sie spielen werden mit dieser Truppe? Oder
lassen Sie es noch ein bisschen auf sich wirken. Ja, zweiteres, ich lasse ein bisschen auf mich wirken. Herr Schwarz, Sie haben angesprochen, dass die Jungs viele Probleme auch mit sich rumschleppen, viele ja, negative Erlebnisse hinter sich haben. Gab es positive Überraschungen? Ja, einfach die Qualität an dem Training. Also das sind einfach Dinge, also ich hatte dann wirklich das Gefühl, ja erstmal ist es normal, dass man sich im neuen Trainer, klar, jeder will sich von seiner besten Seite zeigen, jeder weiß auch, es werden Karten neu gemischt, saulogisch. Aber trotzdem kriegt man dann als Trainer ein Gefühl, ja, was dann mit dieser Mannschaft möglich ist. Und das hat mir einfach gefallen. Ne? Das Niveau ist einfach auch hoch. Die Jungs waren griffig, die waren bereit mental dafür. Ja, man hat so den Eindruck, ja, es ist ja auch was in den letzten Wochen passiert, auch in der Länderspielpause. Von dem her ja, gilt es aber auch, dass die Jungs das dann irgendwann auch selber lösen auf dem Platz. Ja, irgendwann kann man nicht nur reden. Am Ende des Tages müssen die Jungs das dann auch auf dem Platz machen. Also wir können wochenlang über das alles reden, aber die Wahrheit liegt dann laut, wer hat es gesagt? Ein sehr Bekannter hat es gesagt. Die liegt auf dem Platz. Weißt du es? Ich tippe auf Rehagel. Ja, Rehagel, gell? Ja, stimmt. Mit Alexander Lungwitz, Dennis Weidner sind zwei Jungs da, die Sie schon kennen. Wie war da das Feedback? Wie war das Wiedersehen? Ja, sehr, sehr positiv. Also ich hatte mit beiden immer ein super Verhältnis. Ja, das sind ja meine Jungs, möchte ich jetzt nicht so sagen, aber ich kenne sie seit der U16 und man hat einiges erlebt und hat ihre Entwicklung verfolgt und es ist dann einfach toll. Ja, wenn man halt Jungs, die da noch Kinder waren, jetzt halt im Profifußball wieder sieht. Und ja, ich freue mich auf sie, klar, weil ich weiß auch um ihre Qualität, die sie definitiv haben. Und ja, und erwarte mir auch viel von ihnen. Abschließend vielleicht noch, wird für Sie schon ein Gerüst erkennbar, was die Mannschaftsteile angeht, so führungsspielertechnisch, wer da auf jeden Fall dabei sein wird? Ja, wird schon erkennbar und natürlich habe ich auch viele Gespräche mit den Verantwortlichen geführt. Ja, es gab jetzt die Interimstrainer und es sind ja auch viele, die schon so lange dabei sind und ich wäre blöd, nicht auf die auch der Radar einzuholen. Letzten Endes mache ich mir aber dann auch selber mein Bild, aber wir sind da im ständigen Austausch. Gut, aber entscheidend ist dann auch wirklich dann dementsprechend die Leistung auf dem Platz, weil ein Führungsspieler zeichnet sich dadurch aus, dass er halt vorangeht und auch mit Leistung vorangeht. Wenn dann das nur durch einen Trainer passiert, ist es immer schwierig. Aber es gibt wirklich ja, 3, 4, die dann schon das Heft des Handels in der Hand haben. Sonst noch jemand Fragen? Vielleicht nochmal auch konkret zum Spiel am Sonntag. Wenn man auf die Tabelle schaut, hat es natürlich schon eine große Bedeutung, diese Partie. Inwiefern ist es denn schon ja, entscheidend für die nächsten Wochen, wie dieses Spiel ausgeht und auch für die Stimmung rund um die Mannschaft? Was glauben Sie? Natürlich, klar. Also brauchen wir nicht drum herum reden, dass das Spiel eminent wichtig ist. Aber ich glaube, die Jungs, die schauen auch auf die Tabelle. Die wissen, gegen wen sie spielen, dass da eine gewisse Brisanz drin ist. Aber man darf auch nicht in Panik verfallen, je nachdem, wie das Spiel dann, wenn es dann je negativ ausgehen sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Aber selbst dann sind noch genügend Spiele, um unser Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen. Also von dem her, jetzt da irgendwie ein Endspiel auszurufen, das liegt mir völlig fern. Also von dem her, Fußball ist ein Wochengeschäft. Und ja, jetzt spielen wir gegen Tabellennachbarn und nicht mehr und nicht weniger. Tabellennachbar, der eine ähnliche Situation hat, der wohl auch vor Saisonbeginn die Erwartungen höher waren als jetzt die Ergebnisse, die eingetreten sind. Wie schätzen Sie denn Viktoria Köln ein? Ja, das stimmt. Ja, da sind einige richtig gute Spieler dabei, klar. Ja, aber die haben sich auch noch nicht wirklich gefunden. Und die sind in einer ähnlichen Situation mit einer noch höheren Erwartungshaltung. Ja, und im Endeffekt liegt vielleicht dann eher der Druck bei denen. Ja. Bei uns ist es so, ja. Es ist so ein bisschen, ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Reset-Knopf gedrückt, ja, neuer Start für alle. Und, aber mehr möchte ich dem Spiel dann auch gar nicht beimessen. Noch jemand Fragen?
Nein, das ist nicht der Fall. Dann danke ich euch fürs Kommen. Ja, an alle Fans nochmal. Ihr könnt auch noch Tickets euch gattern über Köln, über die Köln-Homepage. Und auf unserer Seite gibt es auch noch die Infos dazu. Wir wünschen allen eine gute Anreise, euch auch hier. Und dann sehen wir uns Sonntag in Köln und hoffentlich am Ende mit 3 Punkten. Danny, danke dir und bis dann.